So, also ihr wollt, dass auch der Zug hier rausfährt, oder was? Ah, oh, fuck, ich muss den Zug wieder verbinden. Ah, wir machen das hier noch temporär. Hups, ich fast vergessen. Puh. Habe mir am Wochenende alle Felix-Spielfolgen angesehen. Lachflash of Doom. Ja, ich muss die nochmal öfter machen, ich weiß. Es ist leider in den letzten paar Wochen wegen Abi ein bisschen blöd gewesen, aber ich werde das mehr machen. Ich überlege gerade, morgen eine zu machen. Da muss ich aber noch ein Spiel für finden. Vielleicht kann ich mich morgen einfach mal ransetzen. 2 Stunden aufnehmen, runterschneiden, ist die Dienstag fertig. Dann schaffe ich aber nichts anderes. Autobahn mit Bahnübergang. Es gibt sogar einen Flug. Habt ihr das schon mal gesehen? Ah, wie hieß das jetzt nochmal? Ah, war das auf den Bahamas? Aber welcher? Bilder. Nee, Street Cross Runway. Hier. Gibraltar. Airport Gibraltar. So, jetzt aber. Hier wird es langsam dunkel. Ich muss gerade Lichter machen. Warte mal. So, Beds. So. Bilder. Ah. So, warte, jetzt mache ich das mal auf dem großen Bildschirm auf. Dann seht ihr das auch. Dafür brauche ich ein Chromfenster. Dafür brauche ich ein neues. Ein Dis. Verlauf. Kürzlich geschlossen. Airport Gibraltar. So. Fertig, pass auf. Vielleicht fällt euch was auf. Kann man das sehen? Hier. Das ist eine Landebahn für ein Flugzeug und das hier ist eine Hauptverkehrsstraße. So sieht sie aus, wenn ein Flugzeug dort landet. Das ist kein Scherz. Das ist der Flughafen von Gibraltar. Da fährt die Straße einfach über den Flughafen. Ist das nicht cool? Naja. So. Na, deswegen, das mit dem Bahnübergang hier ist gar nicht so abwegig, ja? So, die schließen die immer, wenn eins landet oder startet. Ja, ganz genau. War ja auch dumm, wenn sie es nicht machen, ne? So. Schau dir mal den Flughafen von Montreal. Pass auf, dann mache ich das mal gerade. Airport Funchal. Bilder. Das ist ja abartig, da drauf zu landen. Ih, das will man doch nicht. Sind mehr Team. So. Bergdorf? Was wollt ihr alle mit Bergdorf? Alter, ach, der ist das. Ah. Sankt Martin. Okay, das ist natürlich eine krasse Landebahn. In welchem Bundesland wohnst du? Wohnst du? NRW. Was ist mit Bergdorf? Was habe ich nicht verstanden? Wollt ihr, dass ich hier oben ein Dorf baue oder was? Wie soll das denn funktionieren? So, mach ein Bergdorf. Ich weiß nicht. Das könnte ätzend werden. Das hier finde ich aber auch immer geil. Wenn du hier runter segelst, hast du aber auch Spaß. Die Straße hier. Gut, dass hier keine Busse mehr fahren. Lukla Airport. Ups, jetzt habe ich den Explorer geöffnet. Das wollte ich doch gar nicht. Aber ich habe ja einen Rechner, der kann das. Lukla. Ja, das ist dieser super kleine. Ja, den kenne ich. So. Welche Stadt? Düren. Achso, ihr bekommt auch bald die Termine, wann wir in Berlin uns wo treffen können. Haha, da muss ich mit Lady noch sprechen. Wann genau? Aber das werden wir durchziehen. Ist das nicht cool? Ist dies nicht cool? Ich glaube übrigens immer noch, dass sich die Seilbahn hier überhaupt nicht gelohnt hat. Aber. Pff.
Naja. So. Übrigens, das hier habe ich auch gebaut, als ich Langeweile hatte. Das ist einfach nur Wasser, was hier runterfließt. Frischwasser. Hi. Hast du dir das neue Freitag der 13. Spiel angeguckt? Warum wird die Musik jetzt hier so laut? Falls ja, wie findest du es? Ich finde es irgendwie cool. Aber es ist nicht mein Spiel. Wenn, dann würde ich irgendwie Gronkh oder so zugucken beim Spielen. Aber ich selber würde es, glaube ich, nicht spielen. Wildshofen. Warte, jetzt gucke ich mir den auch nochmal an. Jetzt sind wir einmal dabei. Wildshelfen. Make it great again. Ah. Ist aber auch klein. So, wie sieht das jetzt hier aus? Ah. Oh. Kleinanzeigen. Hilarious. So. Okay, das hier funktioniert auf jeden Fall. Das Ding steht aber auch beschissen da, ey. Das Ding steht generell kacke da. Was steht hier hinten noch? Da hinten steht noch eine Windturbine. Einfach so in der Prärie rum. Warte mal, jetzt habe ich dem Ding gerade seinen Strom genommen. Ah, es war clever, Felix. Ah. Nice, Trinkwasser einfach den Berg runterlaufen lassen. Ja, wir haben jetzt genug Trinkwasser. Trinkwasser ziehe ich auch hier aus dem Gewässer, deswegen. Heißt ja auch Frischwasser austritt, aber trotzdem, es sieht halt cool aus. Ja. Oh Mann, okay, die Stadt hat sich auf jeden Fall durch diesen Verkehr erholt. Mach ein super Autobahnkreuz, wo alle Autobahnen zusammenkommen. Das habe ich. Das hier. Und deswegen brauche ich ja hier auch meinen 6 auf 12 Lane-Dingens. Mal eben nach Berlin. Ja, Niklas, du kannst auch wieder zu mir irgendwann. Willst ja auch irgendwann wieder zu mir kommen. Keine Ahnung warum. Verstehe ich nicht. Bin ich jetzt so fame? Nein, bin ich nicht. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich in keinster Weise irgendwie fame bin. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Nicht, dass mir das jetzt irgendeiner wieder anhängt. Wenn ich das gesagt hätte, nicht Dings, Bums. Bäh. So. Ne, zur Information. Die Fresse, Felix. Okay. Was macht ihr hier eigentlich? Fröhliches in die erste Spur ziehen. Für alle. Yay. Ja, gut, dass ich in nächster Zeit nicht fliegen muss. So. Auch eher klein. So. Was haben wir denn jetzt alles? So, jetzt läuft auf jeden Fall, glaube ich, wieder alles. Wie sieht das aus? Die fahren. Komm mal her. Komm mal her. Da ist er doch. Da ist der Vorstadt Expresso. Ja. Mach mal die Fähre. Ja, wie sieht das aus? Soll man eine Fähre hier hinten... Fähre, genau. Eine Fähre hinten von der Ferieninsel wegbauen oder nicht? Oder... Schreib das einfach mal. Lesotho. Alter, das sind alles keine Flughäfen. Kannst du mir doch nicht erzählen. So. Warte mal. Das heißt, wir müssten ja dann von hier... Da können wir eigentlich überall halten, ne? Noch ein zweites Transportmittel. Eine Fähre. Von mir aus gerne. Dann würde ich die aber gerne... hier hinten mit anschließen. Weil wir hier ja eh dieses Zentrum haben. Oder hier. Nee, hier. Hier haben wir schon das Verkehrszentrum, da will ich das hier mit anschließen. Ja, alle seid für eine Fähre, ich hab's gesehen. So, was haben wir denn hier? Ein Fährkai für zwei Fähren gleichzeitig. Das ist Fähr- und Busknoten. Oh, wie cool. Bringt mir das was? Könnte hier was bringen, weil da hinten ist eine Buslinie. Problem ist, hier ist eine Monorail.
Das heißt, wir müssen jetzt die Monorail mal gerade wegreißen, um das dann hier hinzubauen. Umbaumaßnahmen. Ding, 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 ding. Ich brauche immer noch so einen Spieler. Ich muss Robert mal beauftragen, der soll so... auf, dass er mir so diese Abspieler macht, wo du einfach auf den Knopf drückst und dann... Challenge Mode. Ding, ding, ding. Oder Umbauphase. Ding, ding. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Was ist das denn jetzt hier? Fähr- und Busknoten. Ich brauche kein Fährdepot. Ey, 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 ey. So. Das ist cool, dass man die auch auf die Kais draufbauen kann. Alter, wie viele Busse können denn hier bitte halten? Okay, so viele brauchen wir jetzt auch nicht. Das sieht nämlich scheiße aus. Nee, will ich nicht. Dann nehmen wir was Kleines. Oder direkt, ach komm. So. Na komm, so, jetzt. Da kriege ich hier auch noch mal ein bisschen was mehr Platz rein. Na, jetzt ist der Fehler wieder da. Ja, ja, das ist normal. Warte. Minus 2, das will ich doch gar nicht. Straight Slope, nee. Ah, ich denke mal. So. Okay, ist zwar hässlich, aber okay. Pff. Alter, was ist denn das? Hör das auf, so, hör auf, das so zu bauen. Ja, super gerade. Ah, jetzt. Okay. Sehr schön. Gut, dann haben wir halt so einen kleinen Hubbel da drin. Ist mir jetzt auch egal. Das heißt, das hier kommt weg, aber das kann ja größer bebaut... Ja, es kann groß bebaut werden. Sehr gut. Dann machen wir da Gewerbe wieder drauf. Sehr schön. Okay, damit haben wir einen Fährhafen. Jetzt brauchen wir nur den Bus, der jetzt hier dann erstmal hält. Ey, 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 ey. Sehr schön. Ich hätte dann natürlich gerne noch einen Überweg mittendrin. Au! So. Ha, es juckt. Wir können natürlich hier auch. Es bietet sich hier natürlich an. Es bietet sich hier natürlich sehr an. Was ist denn hier los? Achtung. Ah, ich habe die ganzen Bäume geglätscht. Okay. Rödel und weg damit. So. Und dann kann man nämlich von da laufen. Yay, laufen. Wer macht das denn bitte heutzutage noch? Nur es fährt eine Buslinie. So. Nein, einzeln. Danke. Sehr schön. Gut. Achso, Monorail. wäre schon eine Option, die wieder zusammenzuflicken, ne? Macht das Sinn? Warte mal. Shift 0. So. 3 Segments. Were unlocked. Ja, und dann ist das jetzt hier eben kein Hyperrail mehr. Da muss man halt eben ein bisschen mehr langsamer fahren.
Dann ist es einfach mal so. So, no collision. Ich will die jetzt nicht direkt da dran ziehen. Aus mehreren Gründen. Jetzt. Ey, irgendwas nervt mich hier gerade am Fuß. Geh weg! Ah, Arschloch. Okay, dann müssen sie jetzt halt eben hier drüber fahren. Jetzt hätte ich aber gerne, dass die hier oben ganz langsam drüber fahren. 30? Ja. Konnte man das nicht einstellen? Ging doch zuletzt noch. Ist das etwa wieder rausgeflogen? Schade. Gut. Wusstest du, dass der Stream auf YouTube Gaming früher ist? Weiß ich nicht, was du meinst. Geh doch mal weg hier. So. Ich könnte natürlich... Ach, ich kann es trotzdem Hyperrail machen. Natürlich kann ich es Hyperrail machen. Mit Hyperrail meine ich übrigens, dass die schneller fahren. Indem wir einfach das hier und das hier wieder normal machen. Ja, und dann nehmen wir uns die Dingens hier und dann ziehen wir die von hier nach hier ganz sauber. Und jetzt können sie wieder schnell fahren. Yay. Na, kommt er angeflogen. Und Vollgas! Okay, so, damit haben wir das Fährterminal. Und da brauchen wir jetzt natürlich ein, zwei, das hier drüben. Da brauchen wir ja nur einen ganz normalen Fähranker. Hallo. Ja, nochmal zickig. Ich sehe nicht. Ey, man muss in eine Straße. Achso, ja. Schade. Okay. Okay, ich wiederhole mich ja ungerne, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das mit dem Autobahnkreuz keinen Sinn macht. Weil es nur den Verkehr zerstören wird. Es macht einfach keinen Sinn. Es tut mir leid, dass ich das nicht machen kann. Es macht einfach keinen Sinn. So nett ich auch, so gerne ich auch Blödsinn mitmache, aber das macht echt keinen Sinn. Ist leider so. Danke. Alter, du willst jetzt hier nicht durchfahren wegen diesem... Bau doch einfach in... Ja, es ist alles zu eng. Okay, wir gehen aus. Komisch zu bauen irgendwie. Nee, das ist viel zu eng da dran. Ist auch scheiße. Kann ich ihn nicht einfach hier mit dran plöken? Wir fahren natürlich alternativ. Wo müssen wir überhaupt hin? Da. Ich kenne mich aus, meine Damen und Herren. Eigentlich will ich hier nicht durchkreuzen. Also ich will hier nicht den anderen Schiffen zu nahe kommen. Deswegen ziehe ich jetzt hier ein bisschen was rum. Jetzt können wir... Alter, nee, ne? Es ist super empfindlich. Ist Warning gleich ein Bann? Nein, das ist nur eine Warnung. Ich weiß aber auch nicht, warum er das gemacht hat. Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen, wenn er dich bannt, keine Sorge. Meistens bekomme ich das mit, wenn der Nightbot irgendwas macht. Meistens. Mal schön diesen Disclaimer. Meistens, nicht immer. Achtung, Achtung, Attention, Attention. Eine Tanne, eine Tanne. Da. Natürlich passt das nicht. Ah. Nice. Wir brauchen ein Depot. Es braucht auch eine Straße. Ansprüche hier. Riesengroße Ansprüche. Warum baust du wieder 3 Meter über dem Boden? Bau doch einfach mal auf dem Boden hier. Kann doch nicht sein. Da geht ihr wieder auf 3 Meter. Fick dich. Nein. Boden. So.
Sehr schön. Okay, das heißt, das hätten wir jetzt. Von hier nach... hier. Oh yeah. Nach hier. Da. Deine Typen. Fähre. Alter, wie viele Fähren? Nein, so viele Fähren braucht man nicht. Nimm erstmal bitte 50%. Fick dich dann, 49, habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, jetzt müssen die Fähren hier eigentlich losfahren. Ich frage mich nur gerade, von wo? Oder tauchen die einfach auf? Ah. Ich habe was vergessen. Ort bereits belegt. Ist mir doch egal. Jetzt können sie sich auch bewegen. Die Stadt ist ja riesig. Ja, leicht, ne? Leicht riesig. Ach, guck mal hier. Es ist mit Bojen ausgelegt. Wie cool ist das denn? Ach nee, guck mal. Witzig wäre, wenn die Leute da noch hier oben drauf stehen. Ja. First person. Ernsthaft? First person. Funktioniert immer nicht. Aber da sieht man leider nicht viel. Ah! Oh Mann, wie cool. Wie viele passen da eigentlich rein? Das weiß ich gar nicht. 50, ah, oh, das ist in Ordnung. So, und die Fährlinie sollte jetzt auf jeden Fall den Seilbahnen ordentlich was abnehmen. Ups. Mach die Fähren schneller. Nee. Bug. Anstatt einfach rückwärts zu fahren. Ein bisschen schneller. Mach so 20 Knoten oder so. 50 fahren sie. Nee. 60. Nee. 65. Komm, 70. Übernehmen. Ah, wahrscheinlich sind es nicht erlaubt zu fahren. Gehe ich mal von aus. Wahrscheinlich können die gar nicht schneller. Dafür, ich kenne mich nicht mit Knoten aus. Was ist 70 Stundenkilometer in Knoten? Kabelsalat! Bau mal ein winzig kleines Dorf ganz abseits von der Stadt. Wie wär's mit dem hier? Das da. Wie das damit? Reicht dir das? Jetzt habe ich meine Fähre verloren. Alter, fahren die hier regelmäßig. Hyper regelmäßig. Pause. So. Ach, wie nice. Nietzsche.
So. Wie lange baust du schon in der Stadt? Über 250 Folgen mittlerweile. Meistens immer so um die 20 lang. Ein Knoten 1,85 Stundenkilometern. Okay. Ich habe Mathe bereits geschrieben. Ich rechne jetzt nicht. Ich mache doch nicht mehr, als ich muss. So. Alter, wie die Monorail da. Hoho. Habt ihr gerade die Monorail gesehen, wie die da lang gebrettert ist? Alter. Das denkt man immer, die ist gar nicht so schnell. Aber guck sie dir an da hinten. Meine Fresse. Das Lustige ist, von der Stadt habe ich immer noch die allerersten Safe Games. Guck mal, da ist wieder eine. Meine Fresse, sind die schnell. Sorry, ich finde das immer genial mit den Monorails in diesem Spiel. Ich bin ja so froh, dass es das Mass Transit DLC gibt. Mann, ich habe eigentlich nur für die Monorails. Ich finde das damals schon geil, als dann die Straßenbahnen dazu gekommen sind. Das war auch eine coole Edition. Da ist wieder eine. Wam! Wie war das? Die Monorails fahren so an dir vorbei nach dem Motto. Und so fahren die Monorails hier. Ist das eine Fähre? Ja, ganz genau. Das ist eine Fähre. Zum ersten Mal. Bin ich noch nie gefahren. So. Hopp, Autosave. Ich muss hier mal gerade einem was schreiben. Und zwar Dextron. So, Knoten sind nautische Meilen pro Stunde und Seemeilen sind Winkelminuten des Äquators. Gesundheit. Wie lange wirst du noch an der Stadt bauen, bis das Spiel gar nicht mehr mitmacht? Dann fange ich von vorne an. Und dann bauen wir die Stadt rund um öffentliche Verkehrsmittel. Weil das habe ich leider erst sehr spät mit... Obwohl, nee, ich habe gar nicht spät damit angefangen. Ich habe mit den Trams relativ früh angefangen. Aber Problem ist, dass die ganze Stadt einfach nicht dafür gemacht ist. So, ist auch schön, wie Nick das jetzt verwirrt ist. Und da ist sie! Da, 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 da! Stopp! Waren hier überhaupt welche drin? Ja, 14 Leute schon, krass. Na, weiter, so. Macht ein langes Gesicht, ey. Okay, sehr schön. Wie viele sind jetzt drin? 28. Sehr cool. Wie lange streamst du noch? Circa 15 Minuten. Also so lange wollte ich jetzt nicht mehr machen. Wir haben ja heute einiges geschafft mit dem Stadion hinten. Finde ich übrigens sehr geil, wie das aussieht. Sehr geil. Was? Nee, finde ich gut. Ja. Alter, vor allem, wie gesagt, ich habe jetzt über Wochen nicht gemerkt, dass der Tag-Nacht-Zyklus aus war, obwohl das immer so geil aussieht, wenn die Stadt Nacht wird. So nice! Au. Verkehrsflussrate, willst du es wissen? Dann soll ich es dir zeigen. 70%, das ist echt in Ordnung für so eine Stadt. Mann, so cool. Ich hoffe, dass die Fähren nicht völlig überfüllt sind. Ups, Alter. Was war das jetzt? Guten Tag. Oh, eine Straßenbahn. Und da sind wieder die Monorails, pass auf. Da ist eine. Alter. Alter, da kommt noch eine. Ich mag dieses Spiel ja so, Mann.
Da ist noch eine. Alter Falter. Geil. Nein! Nimm ich mit. Nein. Will mich doch nur umgucken. Aber wie schön die auch leuchten, die Schiffe. Oh, es ist so ein schönes Spiel. Alter, Entschuldigung, ich mag das total gerne. Nein. Ich überlege nur gerade, wenn du mit 300 so eine Notbremsung hast, na, hast du aber ordentlich Auslaufweg. Warte mal. Bremsweg bei 300 Stundenkilometern. Kumulatives Schnellfahren, hä? Wie oft streamst du in der Woche, damit ich planen kann? Ich streame normalerweise immer mittwochs OMSI 2 und dann irgendwann zwischendurch immer irgendwas anderes, wenn ich gerade Bock habe, also dieses Spontan-Streamen. Wenn du abonnierst, bekommst du das aber immer in deiner Abo-Box, wenn du gerade da bist. Ja, aber sonst normalerweise mittwochs, wenn ich das jetzt wieder regelmäßig mache. Ich wollte das eigentlich mal auf freitags streamen, mal gucken. Also wenn du einfach auf dem Kanal bleibst, bekommst du das mit. So, jetzt steht hier gerade Monorails bzw. Magnetschwebebahnen fahren bis zu 500 Stundenkilometer. Ja, aber wenn ich hier auf 500 stelle, dann weiß das Spiel gar nicht mehr, was es machen soll. So. Kann mir mal einer einfach mal... Ah! Von 300 braucht man 500 bis 750 Meter Bremsweg. Heißt also, als Monorail, die ein paar mehr Tonnen wiegt, 3 Kilometer eigentlich. Naja, so, guten Abend, guten Abend. Habe schon abonniert, sehr gut. Felix kann jetzt Kiel holen. Was ist Kiel holen? Ich kann in Kiel was holen gehen, aber dafür muss er mir Spritgeld geben. Das ist nicht lustig, Felix. Doch, ist es. Irgendwo ist es schon lustig. So, wie viele Leute sind denn jetzt wieder drin? Merkt übrigens, dass ich anfange, Zeit zu schieben. Alter, jetzt ist die... Erstens meine Maus leer. Und zweitens ist die Fähre voll. Ich glaube übrigens, dass mehr als 50 Leute auf eine Fähre passen. Oder was meint ihr? Schreibt doch mal rein, was ihr denkt. Wie viele Leute in eine Fähre passen? In eine handelsübliche... Alter! Oh, warum fällt mir sowas immer so spät auf? Heizverfügbarkeit. 4,1 Grad. Ups. Komm, Heizleistung. Jetzt reicht es so gerade. Wo sind denn meine Heizungssysteme? 200 Leute, 300 Leute. Einigt euch mal auf was. Hier sind meine Wassertanks. Hier sind meine Heizgeräte. Heizdinger. Thermal. Müssten eigentlich alle direkt angeschlossen sein. Ah. Jetzt produzieren sie mehr als genug. Bei einer Monorail kann man die Magnetströme umkehren, dann ist der Bremsweg sehr kurz. Aber wie gesagt, wenn ich denen hier 500 gebe, dann rasten die völlig aus. 300 ist schnell genug. Kilolen ist, wenn du an einem Tau unterm Schiff hergezogen wirst. Ah. 100 Leute. Ja, so 100 würde ich auch mal sagen. Ich frage mich mal, warum City Skylines immer so wenig macht. Fahrzeugtyp. Machen wir mal 150, weil ich weiß jetzt schon nicht, wie viele da gerade warten. Ach so, übernehmen. Man sieht, das wird, glaube ich, relativ schnell relativ viel.
Guck mal, wie viele hier ankommen. Das kannst du vergessen mit wenigen. Jetzt würde ich aber auch gerne gerade die Haltestelle hier verschieben. Mit dieser Mini-Straßenbahn hier. Ach, wie geil. Die Ulf. So. 500 Euro, 100 Euro Fahrpreis, das ist so teuer. Nee, 1 Euro, 1 Euro, 1, das ist in Cent, wenn ich hier 101 mache, ist es 1 Euro, 1 Cent. Also 1 Euro. So funktioniert das. Aber das ändere ich eh nie, das ist mir immer ziemlich egal, Hauptsache die benutzen es. Wie sieht's denn mit euch aus? Wie voll seid ihr denn? Oh, voll zu, wir haben voll viel Alkohol getrunken. Es geht ja eigentlich immer so 6, 7, 8 Leute in einer und dann, wenn wieder hier was angeschossen kommt, guck mal hier. 40% von den Leuten gehen ja hier in die Gondola rein. Gondola! So. Stopp! Halten Sie an! Halt, stopp! 4. Aha, da geht mehr. Die gute alte Milf. Nein, Ulf. Siehste, 17. Ah, die wird voll sein. Ah, also die Seilbahn hier hat noch genug Leistung. 45, ja. Wie sieht denn das aus mit der Seilbahn im Stadtzentrum? Vier, 45, ja, war klar. Obwohl es geht, es steht hier nicht komplett zu. Viele benutzen mittlerweile auch die Straßenbahn, die hier direkt daneben verläuft. Die U-Bahn wird gar nicht genutzt eigentlich. Da frage ich mich auch immer, warum. Hast du eine Lieblingsstelle oder Lieblingsstraße in deiner Stadt? Also momentan ist meine Lieblingsstelle das neu gebaute Knotenpunkt hier mit dem neuen Zugterminal, mit der Monorail, der Straßenbahn, dem Bus und der U-Bahn. Wo hier einfach mal alles zusammenkommt. Das hier finde ich immer noch, sieht richtig gut aus. Dieser Bereich hier. Und da das Schiff jetzt auch nicht schlecht ist hier. Finde ich auch schön. Ne, hier trifft halt eben alles aufeinander und es funktioniert alles. Ich finde das schon cool. Zugterminal hier, riesengroß. Gondola Gause. Oh Gott. Obwohl eine neue Lieblingsstelle ist auch hier hinten. Das finde ich auch, sieht auch super aus. Ist auch super geworden, obwohl es halt so kompakt ist. Hier ist auch richtig viel los, Alter. Bereitet ihr euch auf ein neues Spiel vor? Tatsache, die bereiten sich schon wieder auf das nächste Spiel vor. Wie ist das denn hier? Dann müsste doch jetzt hier auch bald eins sein. Nächstes Spiel. Alter, 18.11. Es ist doch nicht im abwechselnden Tag. Ach, das ist... Jetzt finden beide Spiele gleichzeitig statt, weil das Spiel ist eigentlich gar nicht dafür gemacht, dass man das Stadion zweimal setzen kann. Und jetzt findet das halt an beiden Stellen gleichzeitig statt. Dann ist in einem das Spiel, in dem anderen das Public Viewing. Hologramm-Viewing, weil das da auch stattfindet. Nein, ist doch cool. Dann ist an beiden gleichzeitig, dann kriegt man noch mehr Leute rein. Finde ich gut. Finde ich gut. So, 45 Passagiere in einer Gondel ist happig. Ja, aber nötig bei mir. Sonst stehen die Leute zu 5000 an der Station. Das macht ja auch keinen Sinn. Immer noch heiß. Ja, immer noch 32,5. Da ändert sich auch nichts mehr dran. Ist das Fenster eigentlich offen? Ja. Das Gewitter ist ja genau an uns vorbeigezogen. Deswegen, warte, ich könnte mal drauf gucken, ob da vielleicht jetzt nochmal was kommt. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Warte mal hier. Regenradar. Wo bin ich hier eigentlich? Komm, geh zu hier. Jetzt. Oh, es lädt. Lade Daten. Wollte ich nicht eigentlich aufhören zu streamen? Ah, ist egal. So.
Zitat eines Kommentars. Was schreist du die ganze Zeit so rum, Alter? Wie das nervt. Meine Antwort, dann schau es dir doch nicht an. Keiner zwingt dich. Idiot. So. Ah, jetzt kommen hier langsam die Zuschauer rein. Ist auch cool, wie die hier vorne noch warten und alles. So cool. So cool. So. Wie ist das hier drüben? Wie viele sind da? Ja, das ist natürlich deutlicher gefüllt. Oder ist das bei beiden synchronisiert? 252? 252? Nein, okay, sind unabhängige Objekte. Hätte ja sein können, wenn es wirklich nur dafür gemacht ist, einmal gesetzt zu werden, dass es dann alles synchronisiert oder so, weil es gar nicht dafür gemacht ist, aber die Daten sind synchronisiert. Naja, ist ja egal. Alter Falter hier. Kann es etwas sein, dass wir den... Ich glaube, ich sollte mal Folgendes machen. Dann fliegt die Straßenbahn hier mal gerade raus und es kommt eine neue Ulf dazu. Noch eine Ulf und dann haben wir es dann. Fahren genug Fahrzeuge. Alter, was fängt das denn jetzt hier an zu jucken und warm zu werden, ey? Boah, richtig abartig. Finde ich übrigens cool, bei den Ulfs sind hier oben diese Striche, die Farbgeber. Was macht ihr da? Ah, das sind Hunde. Okay. Lass es mal regnen, das kommt schon von alleine. Die Industrie braucht wieder was. Was brauchen die denn? Ach so, hier unten. Ja, ich glaube eher, dass das Bürogebäude sind. Mücken? Nee, weiß ich nicht. Glaube ich nicht hier. Nee, das nicht. Es ist einfach... Ich habe eine Allergie. Ich weiß aber nicht, gegen was. Pass auf, dann machen wir den Bereich mal hier voll. Hier steht auch immer noch ein Depot. Ah, ist egal. Man sollte da stehen. So, pass auf, dann machen wir mal hier. Geh mal ins Stadion rein. Gerne, aber nicht lange. Ist das nicht cool? Voll ausmodelliert. Vor allen Dingen im normalen Spiel sieht man ja nur von hier. Das ist ja ein Mod, dass ich so weit runter kann. Ne? Und jetzt gehst du noch eine Stufe weiter rein und es ist immer noch alles modelliert und ich denke mir so, Alter, was gebt ihr euch bitte für eine Mühe, für Sachen, die ihr nicht machen müsst. Was mir auffällt, ist, dass dieser Tunnel hier sehr weit vorne ist. Naja, ist ja auch egal. Ist cool. So. Hast du auch Taxen verbaut? Ja, natürlich. Hier, das hier ist das Gebäude. Das Taxidepot. In den öffentlichen Verkehrsmitteln mit drin. So. Knipsen wir das mal damit dran, das damit dran, das so mit dran. Sehr gut. Dann wird das hier alles Bürogebäude. Hier steht doch noch ein Feuerturm. Firewatch. Ich fand das ein cooles Spiel. Schade, dass es so kurz war. Kann man das hier irgendwo hinstellen, wo er nicht stört? Ja. Ach komm. So. Sehr schön. Das da braucht man nicht. Das da kann. So, das müsste jetzt eigentlich angefangen werden zu bebaut werden. Dings. Pff. Deutsch, meine Damen und Herren. Ich merke mal wieder gut, dass ich das nicht immer wie hatte. Ja, das wird bebaut. Oh ja, das wird bebaut.
cool. Das hier ist übrigens das Dingens. Zeppelin-Depot. Mhm. Komm, geh weg. Sieht das jetzt hier aus? Kriegen wir alles weg? Ja. Gucken wir, was da dann auf einmal für ein Ansturm an den Seilbahnen steht, ey. Aber das ist das Schöne. Die Seilbahnen kriegen hier einfach kontinuierlich die Leute weg. Das ist das Praktische an denen. Können immer weiter raushauen. Immer weiter. Da kommen ein paar Sekunden Takt, kommen immer welche. Werden nicht gestört von irgendwas. Das ist super angenehm. Wie sieht es denn hier aus? Oh, zumindest ein paar. Das ist das Ende übrigens von der gleichen Seilbahnstation. Ja, die geht hier einmal über die Karte. Das war vorher meine Zeppelin-Linie. Aber die war so überfüllt, da standen über tausende Leute. Und dann habe ich mir gedacht, dann nimmst du eine Seilbahn. Die kriegen nämlich das gleiche im Sekundentakt weg. Das sieht übrigens auch cool aus, dass man da reingucken kann und so. Das Spiel generell sieht saugeil aus. So, aber wisst ihr was? Ich glaube, ich mache ja langsam mal Schluss. Wir haben ja viel geschafft, würde ich mal sagen. Wie viele warten denn hier? 53 Leute. 39, okay. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme jetzt hier langsam mal zu einem Ende, mal wieder. Ich glaube, wir setzen uns in eine Monorail zum Ende. Ich will in eine Monorail. Monorail! Haben wir eine? Da! Stopp! Halten Sie an! Ah, das ist gar keine Monorail. Da. Ups. Schade, dass du erst 4600 Abonnenten hast, hättest mehr verdient. Ja, es ist jetzt schwer zu sagen, nein, nee, ich würde es auch wünschen, aber wenn es halt einfach so nicht ist, kann ich es halt jetzt eben auch nicht ändern, ne? Wäre schon schön, aber wie geht Abi ohne Deutsch, indem man Englisch nimmt? So. Wie kann man den perfekten Damm bauen? Keine Ahnung, habe ich noch nie mitgearbeitet mit den Dämmen in City Skylines. Das ist übrigens auch saueng hier. Sehr mutig gebaut, würde ich mal sagen. Komm, wir lassen die noch einmal 300 krachen, dann machen wir das, beenden wir das hier. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ah, so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein wunderschöner Abend mit euch. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier bei 300 auf dem High Expressway einen wunderschönen Schlusssatz, indem ich einfach sage, schönen Abend, macht euch einen schönen Abend. Morgen ist Montag für die, die in die Schule müssen. Viel Spaß, ich bin raus, euer Klaus. Das ist geklaut. Tschüss. Schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.